Schneller! Das muss Ehrendorf sein. Das Dorf mit dem Auftrag. Aber es ist zu still. Nekrophagen, toll. Niemand da. Etwas Böses war hier. Danach sind Nekrophagen aufgetaucht. Schnitte. Flach. Aber jeder hat eine Arterie getroffen. Die Klinge hat die Organe getroffen. Bolzen. Einfach großartig. Blut. Mit etwas darin. Dieser Geruch. Alkohol. Arm über dem Ellbogen abgeschlagen. Und Wolfsbein. Ein Trank. Mistgabel. Üble Nahkampfwaffe. Kaiserlicher Schnurrbart, runde Backen, hohes Tier. Todesursache, Stichwunde, Klinge zwischen die Rippen, direkt ins Herz. Er hält etwas fest, eine Silberkette, gerissen, er hat sie jemandem abgerissen. Seltsame Sache, vielleicht kann ich im Dorf mehr rausfinden. Schwertwunden. Das Feuer brennt noch. Alles noch frisch hier. Da ist jemand wohlhabend. Der Kopf eines Waldschwans. Mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Na nu, da ist mir wer zuvor gekommen. Nekrophagen haben die Leiche zerfleddert. Die Todesursache kann ich nicht mehr herausfinden. Klinge in den Rücken, zwischen die Wirbel, Rückenmark durchtrennt. Sie konnte sich nicht mehr rühren, verblutet. Bauch aufgeschlitzt, ist wohl beim Verteidigen seines Herrn gestorben. Erster Hieb durch die Aorta, zweiter Hieb durch die Femoralarterie. Der hat nicht mehr gekämpft. Hey, warte! Verdammt! Eine Puppe und kleine Fußabdrücke. Keine Angst, ich tu dir nichts.
Nur die Ruhe, ich will nur mit dir reden. Lass mich! Mörder! Du Mörder! Nein, falsch, ich... Du hast Katzenaugen, genau wie er! Genau wie... Genau wie der böse Mann, der alle getötet hat! Hatte er zwei Schwerter auf dem Rücken? Ich sag dir gar nichts! Verschwinde! Hm. Gehört diese Puppe vielleicht dir? Ja. Hat sie einen Namen? Meister Sommersprossch. Hm, hübsch. Kann ich ihn haben? Bitte? Meister Sommersproß würde mir unterwegs sowieso nicht viel nützen. Hier. Also, meinst du, du könntest mir erzählen, was hier passiert ist? Ich muss es wissen. Nein, unseren Wäldern. Da hat's gespukt. Onkel Sobemir hat gesagt, dass wir am besten einen Hexer holen. Dann kam einer. Sah dir ähnlich, aber... Seine Augen waren böse. Er hat uns den Kopf von dem Monster gebracht, aber... Onkel Sobemi war wütend über irgendwas. Sie haben sich angeschrien. Und dann sind sie in die Scheune. Und da... Den Rest kann ich mir denken. Mich hat er laufen lassen. Weiß nicht wieso. Und dann ist er in die Richtung da verschwunden, wo wir Geschenke für die Götter hintun. Das hier habe ich im Heu gefunden. Hm, Katzenschule. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Was machst du jetzt? Hast du hier Verwandte? Meine Tante wohnt in Erzdorf. Ich bring dich zu ihr, aber erst muss ich mich um diesen bösen Mann kümmern. Bleib hier und sei still. Klar? Schön hier bleiben, Kleine. Wenn er zum Kreis gegangen ist, ist er hier losgelaufen. Steinkreis. Muss mich umsehen. Fußabdrücke. Kaum sichtbar. Müssen seine sein. Handabdruck. In Blut. Er hat sich die Hand auf die Wunde gedrückt, musste sich dann abstützen. Die Welt... Du hast was verloren. So weit kommst du, mir das Medaillon zu geben? Danke. Die Solidarität in der Branche lebt. Aber das Ansehen der Branche pfeift aus dem letzten Loch. Die Leute vergessen Massaker nicht so schnell. Berufsrisiko.
Kann jedem passieren. Und? Was willst du hier noch? Erstmal reden, dann sehen wir weiter. Setz dich. Ich stehe lieber. Spuck's aus. Ehrendorf, was war da los? Bitte, das weißt du doch. Hast du eine Ahnung, was die mir für den Waldschrat zahlen wollten? Rat mal! Hundert. Schön wär's. 12. Kapiert, Kumpel? 12 verfickte Kronen. Davon kann ich mir nicht mal die Trankzutaten kaufen. Was hattet ihr vereinbart? Ein Vielfaches. Aber zum Zahltag. Ach, du kennst die Nummer. Guter Mann, meine Kinder verhungern. Es ist Krieg. Die Götter mögen Gnade haben. Zeig doch Mitleid. Kommt mir bekannt vor, aber ein Grund zum Töten ist das nicht. Ich war noch nicht fertig. Ich sagte, dass sie von mir keine Gnade zu erwarten bräuchten. Wenn ich kein Gold sehe, würden sie sich den Waldschrat noch zurückwünschen. Sie guckten finster drein, dann sprach der Älteste. Ganz ruhig, Meister Hexer. Meine Leute und ich haben noch etwas Gold in der Scheune, wo die Männer des Barons es nicht finden. Komm, wir holen deine Bezahlung. Bin drauf reingefallen, wie ein Kleinkind. Einer plapperte noch weiter. Der nächste stach mir schon eine Mistgabel in den Rücken. Wie zur Hölle hast du das überlebt? Mistgabeln machen üble Wunden. Ich sag's aus Erfahrung. Ich hab mich im letzten Moment gedreht. Die Forken sind schräg rein. An der Lunge vorbei. Ich gebe zu, dass ich die Nerven verloren habe. Ziemlich sogar. Ich bin beschissene Löhne gewöhnt. An Betrügereien, an Geschrei um Hilfe von denen, die mich später anspucken. Aber mich ermorden? Um ein paar Kronen zu sparen? Solche Bastarde soll ich beschützen? Ich habe also blank gezogen. Und erst aufgehört, als alles voller Blut war. Das Mädchen. Warum hast du sie leben lassen? Weil... Ach, egal. Dann hätte ich nicht gefragt. Rede. Sie hat mich an meine Schwester erinnert. Wie sie war, bevor sie mich zur Katzenschule gebracht haben. Wie geht es ihr jetzt? Seit 10 Jahren tot. Altersschwäche. So. Jetzt hatten wir unseren intimen Plausch von Hexer zu Hexer. Und nun? Es ist doch nicht meine Aufgabe, dich zu verurteilen. Das war's? Keine Lektion? Keine Nötigung, mich zu benehmen? Man nennt mich den Schlechter von Blaviken. Aus gutem Grund. Ich kenne das. Manchmal rollen Köpfe. Warte. Ich bin nicht so ein Flachwichser wie die Hinterwäldler. Du hast was gut bei mir. Hier, damit findest du meinen Schatz. Nimm, was du willst. Danke. Ich hab zu danken. Viel Glück auf deinen Wegen, Wolf. Ich sollte zu der Kleinen zurückkehren, bevor irgendwas anderes sie findet.
kaputt gemacht hat. Mir geht's gut. Wegen ihm musst du dir keine Sorgen mehr machen. Du bringst mich zu meiner Tante? Es ist abscheulich hier. Sicher. Gehen wir. Meinst du, ich könnte vielleicht bei dir Huckepack? Aber nur, wenn du mir nicht an den Haaren ziehst. Versprochen. Dann rauf mit dir. Tante! Tante Luzi! Millie? Was machst du denn hier, du kleines Luder? Ich erklär's. Du gehst ein bisschen spielen, ja? Es gab ein Massaker in Ehrendorf. Keine Überlebenden. Nur sie. Götter, was ist geschehen? Gesetzlose? Könnte man so sagen. Wirst du dich um sie kümmern? Um ehrlich zu sein, es wäre mir lieber, wenn du sie mitnimmst. Komisch. Sonst fürchten sich die Leute, dass ich ihre Kinder mitnehme. Sonst sind die Leute nicht so arm. Ich habe selber 4 Enkel. Eigentlich 6. 2 haben wir letzten Winter begraben. Von Rindensuppe lebt man eben nicht gut. Nimm das hier. Kauf nichts anderes als Essen davon. Wenn ich zurückkomme und du trinkst. So viel? Mögen's die Götter dir vergelten, Meister Hexer, mit 1000-fachem Segen. Ich muss jetzt weiter. Schon? Wieso denn? So ist das bei Hexern. Sie sind dauernd unterwegs. Kommst du mich denn mal besuchen? Vielleicht. Pass auf dich auf, Kleines. Millie! Komm, wir besorgen Mehl, dann mache ich dir Pfannkuchen. Na, wie klingt das? Klingt das gut?